Spiel- und Freizeitanlage fertiggestellt. Eine neue Spiel- und Freizeitanlage für Kinder und Jugendliche wurde im Sanierungsgebiet Dessau-Nord fertiggestellt. Die Multifunktionsfläche bietet die Möglichkeit, verschiedene Ballspiele gemeinsam zu spielen. Die neu entstandene Wiese kann zum Spielen oder Entspannen genutzt werden. Ergänzt wird die Freizeitanlage durch Bänke, Fahrradständer und einem kleinen Sitzplatz unter Bäumen. Zu erreichen ist die Anlage von der Straßenkreuzung Eduardstraße-Mendelssohnstraße. Die Finanzierung der Maßnahmekosten in Höhe von ca. 160.000 Euro erfolgte im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dessau-Nord.